zum Busfahrer, jetzt komm, wir verpassen das Spiel. Es war in, jetzt weiß ich es wieder, es war in Denver, Colorado, in den Mockeraden, es ist weit weg. Ich habe gesagt, komm, wir müssen, sonst kommen wir nicht pünktlich. Ich sag zum Pelé, wir fahren los. Er schreibt weiter, er tanzt. Wir sind 3-4 Stunden auf dem Highway. Plötzlich sag ich zum Cinaglia, das gibt's doch nicht, schau doch mal raus. Da kommt der Pelé in einem gelben brasilianischen Trikot auf dem Fahrrad vorbei und überholt uns und stoppt den Bus, steigt ja noch später noch 3-4 Tore geschossen. Das ist der Pelé, es ist ein verrückter Hund. Das klingt ja nahezu märchenhaft, wenn Sie mir das erlauben. Es war ein Märchen, Kosmos war eine wunderbare Zeit. Wenn man das heute auch ja doch mit der Arroganz vieler junger Spieler erlebt, ist das auch manchmal Ihr Gefühl, dass das Geld eine zu große Rolle im modernen Fußball spielt? Ja gut, scheiß dir die Vereine an. Da kommen die Tschechen, da kommen die Japaner, da kommen die Franzosen, ein paar Koreaner sind noch dabei. Vor 20, 30 Jahren haben die noch barfuß gespielt. Jetzt wollen sie alle Geld. Sie verdienen viel, man kann es ihnen nicht übel nehmen, aber so geht's nicht. Ich sage mal, bei allem Respekt vor der großen Zeit der Bayern, dreimal hintereinander Europapokal, der Landesmeister, Sie selber Weltmeister als Spieler, als Trainer. Hätte ein Gerd Müller denn im modernen Fußball überhaupt noch eine Chance? Der Gerd Müller war ein Spieler, wie es ihn nicht mehr gibt. Er war ein Spielertyp. Er hat damals eine 40, 50 Tore geschossen. Warum? Es war eine Raumdeckung. Man hat ihn spielen lassen, man hat ihn agieren lassen. Er konnte Tore machen. Heutzutage, er würde 80, 90 Tore schießen. In der aktuellen Bundesliga? In der aktuellen Bundesliga, weil er würde in der engen Manndeckung, die es heute gibt, nicht mehr spielen können, so wie früher. Im Grunde genommen würde er 80, 90 Tore schießen, aber er wäre heute auf verlorenen Posten. Ist es nicht ein bisschen Widerspruch, wenn Sie sagen, er wäre auf verlorenem Posten, würde aber 90 Tore schießen? Also das ist ja etwas, was, es geht hier nicht um Kritik, aber was eben Menschen, die vielleicht auch negativ eingestellt sind, doch häufig sagen, dass sie sagen, Franz Beckenbauer widerspricht sich teilweise innerhalb eines Satzes. Mal geht's so, mal geht's so. Es ändert sich ständig. Es ist wie im Fußball. Mal ist der Ball in der eigenen Hälfte, plötzlich ist er schon vom Tor. Du weißt noch gar nicht, warum. Eben hast noch gesagt, es ist eine langsame Partie. Plötzlich wird's schnell. Ich weiß nicht, ich habe schon als Kind damals, ich weiß nicht, war es jetzt der Hölderlin, der Ringelnatz oder sonst wer, ein Gedicht, was mich für mein ganzes Leben geprägt hat. Das war dunkel war's, der Mond schien helle, als ein Wagen blitzschnelle langsam um die Ecke fuhr. Drinnen saßen stehend Leute und so weiter und so weiter. Was will ich damit sagen? Es war eine Sache, mal fährt das Auto schnell, mal ist es langsam. Es kann kein Widerspruch sein, wenn man sich widerspricht. Das leuchtet mir ein. Wie viele Spiele haben Sie genau gesehen bei der WM? Alle. Alle? Kein einziges? Es war gelegentlich etwas anstrengend, aber Deutschland ist schön. Seine Ländereien typisch, die Bauwerke weltberühmt. Setzen Sie sich einmal in den Hubschrauber. Ich kann nur jedem empfehlen, das einmal zu machen. Sich einmal für 2, 3, 4 Wochen einen Hubschrauber zu nehmen und über Deutschland zu fliegen. Es war ein Geschenk, der Hubschrauber. Sie haben den Hubschrauber geschenkt bekommen? Ja, ich denke schon. Er ist immer noch da. Er steht bei mir auf dem Gelände. Ja, das ist schon meine. Der Donald Trump hat mal zu mir gesagt, als wir mal über Geld gesprochen haben, hat er gesagt, wissen Sie was, Franz Beckenbauer, machen Sie es wie die Reichen. Lassen Sie sich's einladen. Ich meine, da stehen doch die Leute bei Ihnen in Schlange. Jeder möchte Sie kennenlernen. Ich denke mal, haben Sie zum Beispiel mal jemanden wie Bin Laden auch persönlich kennengelernt? Ich weiß es nicht. Ich glaube, die Frage stellt sich nicht, wenn ich Osama Bin Laden sehen würde. Ich würde sagen, es ist nicht in Ordnung, was Sie machen. Ja, ich darf mal gerade ein Zitat von Ihnen im Zusammenhang mit dem Münchner Olympiastadion bringen, wo Sie gesagt haben, es wird sich doch vielleicht irgendein Terrorist finden, der dieses Ding in die Luft sprengt. Wenn man das zu Ende denkt, ist es doch durchaus so, dass Sie unter gewissen gesellschaftlichen Notwendigkeiten terroristische Aktionen auch befürworten könnten. Ja gut, das ist wieder mal in den falschen Hals geraten. Das Olympiastadion ist veraltet. Es muss weg. Wir haben eine schöne Stadion, die Allianz Arena. Sie hat 2 Farben, Rot und Blau. Mehr brauchen wir nicht. Vielleicht mal ganz kurz. Hier in Hamburg gibt es ja zurzeit die Diskussion, ob man auch in diesen Polonium-Skandal mit reingezogen wird. Haben Sie Angst, wenn Sie jetzt heute hier sind zu unserem Gespräch, verstrahlt aus Hamburg abzureisen?
Oh no, ich bin ja selber eine Lichtgestalt, es mir passiert schon nichts. Ich vertraue der Polizei. Das sind jetzt Russen in erster Linie. Sie kannten den Russen auch zum Beispiel in Person von Rudolf Nureyev. Wie haben Sie sich kennengelernt? Waren Sie am Tanz interessiert? Lief das über das Theater? Wie kam das dazu? Es war eine rein private Begegnung. Es war damals bei Kosmos 77, 78. Wir hatten ja kein Geld. Es war eine arme Zeit. New York ist teuer, das weiß heutzutage jedes Kind. Ich habe mit dem Rudi zusammen in einem Einzimmer-Apartment in New York gewohnt, im Big Apple, wie man heutzutage sagt. Wir hatten ein Etagenbett, der Rudi lag über mir, ich lag unter ihm. Ja gut, er war von der anderen Fakultät. Was mir egal ist, jeder soll nach seiner Fasson glücklich werden. Er kam und sagte mal, Franz in den kurzen Hosen auf dem Platz, das schaut gut aus. Kannst mir nicht eine schenken. Da habe ich gesagt, ich brauche die alle, kannst eine haben, ziehst die auf der Bühne an. Er hat gesagt, es geht auch wieder nicht, wenn ich einen Nussknacker tanze, dann fällt die Hasenpfote raus und so weiter und so weiter. Rudi Nureyev, Rudi Völler, zweimal Rudi, aber trotzdem ganz unterschiedliche Charaktere. Mit Rudi Völler standen Sie in diesem Jahr in einer Audienz beim Papst in Rom. Das hat eigentlich überrascht, dass ein Mann Ihres Kalibers keine Privataudienz bekam, sondern, ich sage mal in Anführungszeichen, nur 40 Sekunden in einer Massenaudienz. Hätte man da nicht mehr erwarten können? Ja, die anderen waren ja praktisch gar nicht da. Ich war ja, es war ja nur fürs Bild. Die waren ja dazu geschoben worden. Der Rudi Völler, ja gut, er war mit dabei. Es war ein unbeschreiblicher Tag. Es war der wichtigste Tag in meinem Leben. Ich habe dem Papst gegenüber gestanden. Er hat gesagt, Sie sind eine Lichtgestalt. Ich habe gesagt, Sie aber auch. Da haben wir beide gelacht. Es ist ein lockerer Mann. Wir haben ein bisschen über Gott geplaudert. Viel Zeit hatten wir nicht. Ich habe ihm zu ihm gesagt, ja gut, vor 2000 Jahren gab es den lieben Gott auch schon. Da haben wir noch auf den Bäumen gesessen und uns vor Wildschweinen gefürchtet. Ich habe es eh nicht in der Hand. Sind Sie eigentlich religiös? Wenn der liebe Gott mich ruft, rufe ich zurück. Herr Beckenbauer, Sie wissen vielleicht, es ist Tradition bei uns, dass wir immer gegen Ende eines Gespräches Sätze beginnen. Und wenn Sie die Liebenswürdigkeit haben, vielleicht diesen Satz zu vollenden. Meine schwierigste Entscheidung war... Meine schwierigste Entscheidung war, für den Guleo nicht den Augenthaler zu nehmen, sondern den Katsche Schwarzenbeck, weil seine Toto- und Lottoannahmestelle nicht mehr so läuft, wie sie mal gelaufen ist. Augusto Pinochet war im Großen und Ganzen ein... Helene, der zu Recht verstorben ist. In meinem Alter sind Sex und Erotik... Ein wichtiger Bestandteil. Warum nicht? Im Dritten Reich wäre ich wahrscheinlich... Wäre ich wahrscheinlich auch Fußballer gewesen. Glück bedeutet für mich... Wenn du das Glück versuchst festzuhalten, läuft es vor dir weg. Sind das auch Erkenntnisse, die Sie aus Ihrer Lektüre von Konfuzius... Konfuzius, Lao Tse, Hegel, Kant, da kannst du jeden nehmen, jeden Philosophen. Es sind auch noch ein paar Italiener dabei, Adorno, Materazzi, man weiß es nicht. Es hat mich immer beschäftigt, was diese Leute zu sagen haben. Es ist ja ein schwebender Prozess. Aber nimmst den Sibelius, nimmst die Cassiopeia, das Sternenbild sagt, es ist vergänglich. Ich habe da eh keinen Einfluss darauf, was mit mir passiert. Eine Wiedergeburt. Mit der man rechnen muss. Man kommt ja wieder auf die Welt. Ich war schon einmal auf der Welt, ich komme wieder auf die Welt. Können Sie sich daran erinnern, als was Sie schon auf der Welt waren? Wissen Sie das? Ja, ich war Pflanze. So pauschal oder konkreter? Gras. Gras? Ja, ich war ein Rasen. Deswegen sage ich auch immer, passt's mir auf die jungen Spieler, auf den Nachwuchs, dass die mir den Rasen nicht so zertrampeln. Ja. Herr Beckenbauer, ich bedanke mich für das Gespräch, für die Zeit, die Sie jetzt kurz vor dem Jahresende noch genommen haben. Und frohe Weihnachten. Danke, alles Gute. Dankeschön.